Gürtel aus Fahrradreifen, Ringe aus Münzen und Uhren aus alten Vinylplatten, das alles gibt es bei Thomas Ziekan im Laden Tanz auf Ruin. Seit 2014 betreibt er hauptberuflich Upcycling. 2015 eröffnete der 37-Jährige dann seinen eigenen Laden in Dortmund. Upcycling ist ja ein Neologismus, also ein neu geschaffenes Wort aus dem Englischen. Das kommt ja aus Aufwerten und Kreislauf wird das zusammengesetzt. Kann man jetzt nicht direkt übersetzen, aber die Idee dahinter ist halt schon, die vorhandenen Ressourcen und Rohstoffe, also sprich den Abfall, einfach in einem weiterhin Kreislauf zu lassen. Wenn ich jetzt einen Fahrradreifen habe, der kaputt ist, ich kann damit kein Fahrrad mehr fahren, kann ich den aber trotzdem noch 10 Jahre als Gürtel benutzen. So ausgefallen seine Produkte sind, so banal war die Idee für die Gründung von Tanz auf Ruin. Die Idee, Tanz auf Ruin zu gründen oder halt quasi damit überhaupt anzufangen, ist passiert, als mein letzter Gürtel kaputt gegangen ist und ich wollte mir keinen kaufen. Und dann habe ich mir aus dem Fahrradreifen einen neuen Gürtel gemacht. Dann wollten Freunde und Freundesfreunde ein und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich die nicht mehr umsonst herstellen kann. Seine Materialien bekommt er zugeschickt oder sammelt sie selbst. Daraus bastelt er neue Kunstwerke und Gebrauchsgegenstände. Bei dem Reifengürtel, so ich schneide dann halt 20 Fahrradreifen in die richtige Form, dann werden die halt gewaschen, dann werden die Schnallen dran gesetzt, dann werden die Schlaufen dran gesetzt, dann die Löcher gemacht. Durch verschiedenste Werkzeuge und Techniken entstehen dann am Ende zum Beispiel Ringe aus alten Münzen. Ich glaube halt nicht, dass das, was ich hier mache, groß die Welt verändert. Es geht eher darum, so eine Idee zu transportieren. Ey, guck mal, du musst nicht alles wegwerfen, alles neu kaufen. Du kannst aus den Dingen, die da sind, noch was machen. Viel besser wäre aber, wenn der ganze Abfall, der bei mir landet, gar nicht erst existieren würde. Das heißt, ich glaube halt nicht, dass Upcycling eine Lösung von Problemen ist. Es ist aber ein sehr guter, ja, Mediator, um darauf hinzuweisen. So, da, das Problem ist da. Das ist eine Möglichkeit, das anzugehen. Wir haben halt hunderte Milliarden Tonnen von Müll hier rumliegen. Die sind jetzt da, die kann ich noch verwerten, aber viel sinnvoller wäre es, sich zu überlegen, wie können wir zu einer Gesellschaft kommen, die gar nicht erst diesen Müll produziert. Upcyceln statt wegwerfen und so aus Alltagsabfällen neue Gebrauchsgegenstände schaffen. Das wird Thomas Ziekan auch in Zukunft weitermachen.